Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, in der letzten Folge wollten wir eigentlich das Rätsel des Ornelids lösen und ich glaube, ich habe es jetzt endlich gefunden. Und zwar, dass in dem Lied ging es um ein Herz, das auf einen schwarzen, schlanken Turm mit einem Herz. So, und ich habe hier den Sockel jetzt endlich gefunden. Und jetzt schauen wir doch mal, jetzt werden wir mal bis mittags warten. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Holz in die Hand nehmen. Und einen Feuerstein. Legen das mal hier ab. Und warten mal bis mittags. So, da oben ist jetzt das Herz. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier reinscheint. Genau, die Sonne müsste gleich rumkommen. Wir müssen dann normalerweise mit so einem Feuerpfeil da reinschießen. Genau. Okay, schauen wir doch mal. Hier kommt auch schon das Herz. Genau. Jupp, und damit ist es gelöst. Ich habe ewig jetzt rumgesucht, Leute, bis ich das gefunden habe. Ich habe übrigens nicht auf YouTube geschaut, ich habe es selber gelöst. So, sehr schön. Dann schauen wir noch gleich mal rein in den Schrein. Normalerweise dürfen wir eigentlich da nichts mehr machen drinne, weil ja eigentlich das die Prüfung war. Aber schauen wir einfach mal. Und wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr zum Schluss freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben lasst, einen Kommentar oder auch Abo. Weil ihr wisst ja, Support ist kein Mord, Leute. Und ich wollte mich eigentlich eh nochmal bedanken bei euch, weil ihr unterstützt mich super in dem Projekt. Also, hätte ich nie gedacht. Oh, was ist das hier? Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Kanonen. Voridano-Schrein. Okay. Kanonen. Ah, okay. Das haben wir ja schon in dem Gebiet der Goronen schon ein bisschen gehabt. Okay. Ich glaube, ich muss das Ding da treffen. Treffer! Sehr schön. Falkenbogen. Sehr schön. Uns gehen eh schon die Bögen langsam aus. Achso, da ist schon das Zeichen, oder was? Ah, nee, da geht's noch weiter. Ja, holen wir das Zeichen natürlich noch nicht. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Okay. Gott, treffe ich da niemals.
Oh, doch. Sehr schön. Yeah. Oh, Diamant. Ja, okay, ist auch nicht schlecht. So, es müsste es eigentlich gewesen sein. Versteckte Wände sind hier nicht. Haben wir wieder einen. Brauchen wir noch ein Zeichen, dann könnte man schon wieder ein Herz holen. Ein Herzchen. Fünfundsiebzig Schreine. Okay. Haben wir noch einige vor uns. Okay. Schauen wir doch mal ins Tagebuch. Die Quelle von Osterkaner Schuppe von Eldra. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Schuppe von Eldra. Quelle der Kraft. Okay. Und wo ist die Eldra? Wir haben doch schon mal ein Foto gemacht. Was ist denn das hier? Eldin? Tabanter Grenzland? Tabanter Grenzland. Ja, ist. Weiß ich eben nicht. Gerudo Hochebene. Ist es Eldra oder ist es nicht Eldra? Okay. Tabanter Grenzland. Tabanter-Turm, glaube ich, war hier unten, oder? Kann das sein? Turm der Wüste. Turm der Ebene. Turm der Hügel. Hebra-Turm. Tabanter-Turm. Okay, dann werden wir doch da mal hin teleportieren und schauen mal, ob die Eldra dort ist. Ja, ich muss ihr irgendwas darbieten, das habe ich damals schon gelesen gehabt. Jetzt muss ich bloß schauen, wo die Eldra denn ist. Und ob wir auch so leicht eine Schuppe bekommen. Das ist die Frage. Und wann die fliegen, ist auch die Frage. Sehe ich hier einen? Tabanter Grenzland, das war doch hier oben irgendwo, oder? Habe ich mir hier nicht mal irgendwie eine Markierung gemacht? Eldin? Eldra. Okay, Eldra.
Gott, das finde ich ja nie. Hier war das mit den Leuten, oder? Elden Klippen? Eltra. Hier ist auf jeden Fall so ein komischer Drache, das weiß ich. Aber wo ist Eldra? Keine Ahnung, Leute. Purpurroten Geistes. So eine Schuppe von Eldra. Purpurrot. Könnte doch das hier sein, oder? Tabanter Grenzland. Berge von Eldin. Berge von Eldin. Ja, ist es dann der Drache? Ist es dann der Drache? Aber der heißt doch Eldra, oder? Scheiß. Okay. Lass uns einfach mal dahin. Porten irgendwie hier hoch oder so. Wo kommen wir hier am besten hin? Schneidklippen. Eldenklippen. Wo ist das Fossil? Ist hier. Aber was komisch ist, dass hier gar kein. Hier werde ich wahrscheinlich nicht langkommen. Wie komme ich da am schnellsten hin? Muss ich fast hier hin? Porten wir einfach mal dorthin und dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt drei Drachen, oder? Okay, muss ich auf jeden Fall andere Ausrüstung. So. Okay, da ist unser letzter Titan, den werden wir natürlich noch nicht machen. Wir gehen jetzt einfach mal diese Richtung hier und dann schauen wir mal, ob wir den Drachen denn dort finden. Können wir da hoch? Ja, hier rüber. Ich glaube, ich bin eh falsch. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Es wäre richtig cool, wenn ihr mal einen Tipp geben könntet.
Also einer ist auf jeden Fall da unten bei den Wasserfällen, das weiß ich. Hier habe ich auch einen gesehen. Und dann bei irgendeiner großen Brücke hatte ich auch mal einen gesehen. Genau, gehen wir mal hier entlang. Die lassen einfach mal stehen hier, die komischen Viecher. Alter, ballern die hier auf mich. Okay, hier ist auf jeden Fall, das haben wir schon mal gesehen hier. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Und das ist auch ein komischer Leune irgendwo. Aber mich wundert, dass hier fast kein Schrein ist. Das wundert mich so ein bisschen. Machst du denn, Link? Du sollst hier lang gehen. Ich habe aber schon die Schreine ausgehört, ne? Ich glaube, irgendwo hat es hier damals geklingelt nach dem Schrein, bloß ich habe den nicht gefunden. Da können wir doch mal schauen, ob wir den jetzt finden, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur eins, dass da Leuen ohne Ende rumrennen. So, wo ist der Drache? Hier irgendwo muss der rumfliegen. Oder kommt der bloß abends? Hier wäre schon eine gute Position von hier oben. Irgendwo hier rennt der Leune rum. Oder war das hier irgendwo? Hier irgendwo rennt der rum. Da hat mir eh schon markiert, den Totenkopf. Aber jetzt will ich auf jeden Fall mal warten, bis es abends wird. Hier, glaube ich, muss irgendwo der Drache langfliegen. Und da unten ist auch schon der Leune. Man könnte ich die nicht vielleicht mit Pfeil und Bogen von da hinten wegballern? Treffe ich nicht. Da ist er. Hat er schon was fallen gelassen? Wahrscheinlich 200 Pfeile. Alter.
Also will mir erzählen? Oh, jetzt ist das Ding weg da unten. Die schießt mir mit einem Schuss weg. Spinnt ihr ein bisschen, oder was? Ist die Schuppe noch hier? Nee, scheiße. Okay, muss ich nochmal da hoch? Ich könnte die mal probieren von da. Dass ich mich da ein bisschen verstecke. Ich weiß eben nicht, wie der mich trifft. So, wir speichern jetzt mal. Hier könnte ich ihn noch wegballern, oder? Alter, ist das ein Vogel oder was? Alter, will er mich verarschen? Der trifft mich hier oben. Okay. Müssen wir probieren. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache nochmal einen Versuch. Ich werde wahrscheinlich eh verrecken. Kann ich gleich einen Sturmangriff machen hier auf den? Alter.
Oh, falschen Knopf gedrückt, Digga! Alter, was ist denn? Knall mir die ganzen Schilde weg hier. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut an dieser Stelle. Es sah doch gar nicht so schlecht aus mit dem Leunen. Ich glaube, langsam kriege ich es raus. Bloß, ich glaube, ich hätte es eh nicht geschafft, weil mir da einfach die Schilder dann irgendwann wären komplett weg gewesen und ich hätte dann keinen Schutz mehr gehabt. Muss ich mal schauen, ob ich das nicht mache, wenn ich bessere Schilder habe, dass ich die vielleicht zum Schluss von dem Spiel mal farmen gehe oder was. Oder probiere sie zumindest farmen zu gehen. Okay. Wie es dann mit der Eldra weitergeht und mit dem Drachen, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Aber ich glaube, das ist der falsche Drache. Ich glaube, dass der Elden heißt und den Eldra, der muss woanders sein. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.